Moin Leute, lang nichts mehr gehört oder gesehen oder was sagt, zumindest hier auf YouTube. Bei Instagram bin ich ja trotzdem noch sehr aktiv und viele haben ja auch mitbekommen, dass ich jetzt einen Scania fahre, den ihr nur im Dunkeln jetzt seht, weil er ist noch nicht ganz fertig. Die Beleuchtung ist soweit fertig. Wir sehen hier unten, wie ihr seht, vier große Scheinwerfer oben mit zwei Michelin-Männchen. Standlicht komplett innen drin auch was gemacht und ihr seht mich gerade null, deswegen werde ich jetzt gleich reingehen und ein bisschen mit euch reden, um was es geht, könnt ihr gleich sehen. Ja, ich kann euch so erzählen, wird was kommen, so nach und nach. So, da es dunkel ist draußen, ganz einfache Situation, ich hatte einfach null Lust, keine Lust, Videos zu machen, die Motivation war gleich null, dazu kam dann halt private Situation, wie gesagt, die alte Firma macht immer noch so ein bisschen auf dicke Eier, in dieser Firma fühle ich mich immer noch pudelwohl, wir machen viel am LKW, also ich kann gleich mal zeigen, wie er von Instagram Foto von jetzt und von, ne, wie ich ihn bekommen habe. Wir haben extrem viel gemacht, also auch vielen Dank an die Werkstatt und vielen Dank an den Chef, weil wir haben hier noch Sachen verbaut, die halt extrem nicht günstig sind und dass er mir da die Möglichkeit gibt, so dass ich nicht irgendwie großartig mein eigenes Geld wie sonst immer verpulver. Ja, momentan fahre ich einen Scania, einen R1, 620 PS, also ist ein R620, wurde aber hochgedrückt, also er wurde optimiert. Wie viel PS der hat in Wirklichkeit, gibt es so viele Legenden von über 700, was ich auch mir gut vorstellen kann. Wir haben, oder ich kenne einen Bekannten, Norman, der hat da auch so einen Prüfstand für LKWs und da wollte ich irgendwann mal hinfahren, um zu gucken, wie viel er wirklich auf der Straße bringen kann. Es ist auf jeden Fall definitiv nicht wenig. Wir sind mit diesem, ich nenne es jetzt mal auch Projekt, noch nicht fertig. Deswegen gab es jetzt auch noch keinen richtigen Porn davon, weil der Feinschliff, er ist jetzt schon fast Sahne. Er ist wirklich Sahne. Und aber das gewisse etwa fehlt. Und ich habe einfach jetzt gedacht, einfach jetzt mal kurz frei rausreden. Wir haben auch vorletzten noch ein LKW, kleines LKW-Fest gehabt. Ich müsste auch noch ein paar Aufnahmen haben. Die packe ich dann gleich einfach mal rein. Und wie gesagt, so momentan Video machen, Video schneiden, da ist echt irgendwie, ja, die LKW-Branche, der YouTuber ist einfach, ja. Und mir ging es auch nicht um, also vielen geht es ja irgendwie, momentan verdient man ja kein Geld damit. Ganz ehrlich, die 2,50 Euro im Monat, die man erst so, keine Ahnung, in einem Jahr zusammen hatte, nee. Aber es wird, ich denke mal, dass sich die Lust wiederkommt und wir haben auch weitere Projekte noch vor. Ja, ich gehe das ganz entspannt an und wir sehen uns auf jeden Fall, also der Kanal ist nicht tot, das ist schon mal Fakt 1, der Kanal ist nicht tot, sondern ich habe momentan auch jetzt eine längere Zeit einfach, ja, keine Lust, so wie es ist. Das ist immer noch irgendwo mein Hobby. Das Film,
wird auch viel gefragt hier und da, wann kommt wieder was. Da habe ich gesagt, aber dann ist irgendwie immer was dazwischen gekommen. Von Magen-Darm bis die Tour ist da geplatzt. Da müsste man hier aushelfen, da aushelfen, was ich auch gerne mache. Wir sind auch ein richtig hammergeiles Team. Also ich komme auch mit den Arbeitskollegen super klar. Hier gibt es keinen Neid. Jeder hat ein echt, egal welcher Fahrer von uns in dieser Firma, hat ein Auto, was extrem geil ist. Jeder hat seine Eigenschaften. Also jeder LKW ist nicht gleich. Jeder hat irgendwo seine Besonderheit. Und das ist so das ziemlich Coole daran. Mein Chef ist auch so besonders unterwegs in jeglicher Hinsicht. Er ist richtig cool. Man muss ihn erst mit ihm klarkommen, mit ihm warm werden. Er hat einen speziellen Humor. Aber ja doch. Also ich denke mal, hier werde ich auf jeden Fall alt. Und dieser LKW ist einfach, der zerberst einfach alles am Berg. Also ich nehme mal so ein Beispiel, Kasseler Berge, voll beladen. Also wir hatten wirklich so 39 bis 40 Tonnen insgesamt. Und dann gibt es dieses harte, steile Stück. Und da geht er trotzdem so mit 80, 75 geht er hoch. Ja. Gut, der Spritverbrauch ist jenseits von Gut und Böse in dem Moment, aber wenn da kein Überholverbot ist, dann, also das Überholverbot, aber wenn da keiner ist, kann ich da ohne Probleme hochziehen und das macht schon Spaß, ja. Und den Rest, wie gesagt, ich nenne das jetzt mal so kleines, ihr habt ein bisschen jetzt schon was gesehen und nennt es mal so ein kleines Bonbon, wenn es soweit ist. Kommt ein Porn, definitiv. Wir haben auch in der Firma auch ein paar Projekte, also ich habe mit anderen Fahrern ein paar Projekte am Überlegen, wie wir es machen. Und seid einfach gespannt. Einfach gespannt und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, weil ich werde jetzt, ich habe noch meine 24 gerade. Ich werde jetzt das Video schneiden. Dann werde ich mir wahrscheinlich ein Cappuccino machen in meiner Senseo. Mega cooles Ding im LKW. Und wahrscheinlich dann Netflix anmachen. Netflix vielleicht, jo. Von daher, wir sehen uns. Und falls ihr auf dem Laufenden seid und ihr denkt, ey, ist Sven irgendwas passiert? Ich packe jetzt mal hier unten in der Beschreibung, steht Instagram. Da seid ihr immer auf dem aktuellen, also da bin ich sehr aktiv. Also, ja, würde ich mal sagen, wir sehen uns, ne? Tschüss.